Moin Zombies, herzlich willkommen beim Studio-Vlog Nummer 10. Viel Spaß bei dem Video. Das Ding ist, ich habe einige Dankeschön-Sticker bestellt beim AliExpress. Meine Mutter hatte dann die glorreiche Idee, mach doch selber welche. Ich so, ja, ist doch mal eine Idee. Also habe ich einen Dankeschön-Sticker entworfen, den ich euch dann hinten immer auf die Tütchen klebe. Und der sieht so aus. Den muss ich noch einscannen und meiner Mama schicken. Ich hatte noch einen anderen Entwurf, der gefiel ihr jetzt aber nicht so gut. Deswegen, ja, habe ich dann nochmal neu gemacht, weil sie meinte, die Cleo muss unbedingt mit da drauf. Genau. Und das sieht dann so aus. So, es kam auch eine Bestellung rein und die möchte ich jetzt mit euch zusammenpacken. So, meine Mami ist da. Sie ist mich heute besuchen und wir wollen, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken muss, da ist die Kamera, ja, ein bisschen shoppen gehen und mal gucken, ob ich unterwegs was filmen kann. Sehr idyllisch, es regnet ein bisschen, aber egal, schauen wir mal. Thank you.
ist der nächste Tag. Ja, wie ihr gesehen habt, war ich gestern mit meiner Mama ein bisschen shoppen. Sie war irgendwie ganz spontan da. Und ich wollte euch zeigen, was ich geshoppt habe. Ihr seht schon, Moment, ich zeige euch das anders. Und zwar habe ich diese riesige Schreibtischauflage gekauft. Die fand ich sowas von schön. In diesem Bastelshop. Ist das cool? Ja, das dicke Einhorn und die Biene. Ja, also das musste ich mitnehmen. Das ging nicht anders. In demselben Laden habe ich mir dann noch einmal dieses Washi-Tape geholt. Das fand ich auch sehr schön. Und ja, der musste auch mit. Heute ist mein Lieblingstag. Hier hat man dann erstmal Sticker drin. Und ja, hier ist so ein Gedöns. Und ich habe hier schon angefangen, was zu bekleben. Ich habe die Tage, die Wochentage abgeklebt, weil ich da jetzt einfach nur sowas reinschreiben will. Ich habe jetzt auch mal einen Sticker von mir benutzt. Kann ich ja auch mal verwenden. Genau, dann hat man hier so einen coolen Plan. Und ja, Day to Remember kann man hier noch reintragen. Genau. Oh, ich fand das so cool. Und dann habe ich das auch geholt. Im selben Shop habe ich noch diesen Notizblock. Ich fand den so süß. Es ging nicht anders. So niedlich. Und da ist auch ein Magnet dran. Ja. So süß. Und dann habe ich mir noch ein Sticker-Set geholt. Und ein Stickerbogen. Natürlich mit Candy und so, ne? Ich fand die Torte so cool. Ja. Dann hatte ich noch zwei Dekoartikel geholt, aber die habe ich jetzt schon unten in der Küche. Einen Hasen. Und meine Mama hat mir noch so einen Huhn geholt. Total süß. Kann ich euch ja nochmal hier einblenden. Meine Mami war fleißig, die hat mir dann noch einige Sticker mitgebracht. Also einige. Huch. Und zwar einmal DIN Sticker Set. Finde ich so cool geworden. Dann einmal Adam. Und Bocky, die kleine Zicke. So süß. Und dann hat sie mir nochmal Tuffy Tuff Planner Sticker gemacht. Weil die neigen sich dem Ende zu. Und jetzt habe ich auch erstmal einen ganzen Batzen davon. Und es sieht so schön bunt aus. So, die drei muss ich noch einstellen. Dann muss ich da noch Fotos von machen. Beziehungsweise ich darf. Und dann hatte ich noch bei einer Künstlerin bestellt. Die ist jetzt nicht aus Deutschland. Die heißt Pastellelixier. Und zwar, das war also alles in Pfund angegeben, preistechnisch. Da habe ich mir einmal diese Karussellkarte bestellt. Voll schön. Und die ist auch irgendwie so 3D-mäßig. Hier, das ist die. Pastellelixier. Sie hat auch einen YouTube-Kanal, total die süße Maus, ich verlinke euch dann alles. Dann habe ich mir diesen Bouton geholt. So süß. Dann, das klebt hier. Genau, sie hatte mir noch so eine Nachricht geschrieben. Auf dem Sticky-Nöt. Dann habe ich mir diese Karte bestellt. Die fand ich auch so cool. Ah, hier habt ihr noch mal. Ach, hier. Dann. Den fand ich auch so süß. So ein Acrylcharm.
So ein kleiner Kürbis. So niedlich. Ach, sowas würde ich ja auch gerne haben in meinem Shop, ne? Hihi. Aber ich habe davon überhaupt keine Ahnung. So Acrylcharmes wären auch cool. Und dann habe ich mir diesen hier noch. Diesen, wie nennt man das nochmal? Enamelpin oder so, ne? Und der glitzert. Oh. So schön. Als Goodie habe ich diese Karte bekommen. Und einen Sticker. Sehr cool. Thank you.
ihr Süßen. Ja, ich habe gerade eine Bestellung reinbekommen. Ich wollte das eben noch packen. Und ich wollte euch noch was fragen, nebenbei. Ich habe ja, ihr postet ja immer so schön bei Instagram und so die Sachen, die ihr bei mir bestellt habt und macht immer schön Fotos und bei den Stories und dies und das. Und es mag jetzt ein bisschen merkwürdig klingen, aber ich mache da immer Screenshots von den Sachen, die ich mitbekomme, die mir auffallen. Und dann wollte ich diejenigen mal fragen, die das immer so schön posten, ob ich mal in einem Video, vielleicht im nächsten Studio-Vlog, so eine kleine Slideshow machen kann, wo ich eure Fotos poste und ein bisschen Musik dahinter, ne? Das wäre eine ziemlich coole Sache. So könnte ich Werbung für euch machen, weil ihr Werbung für mich macht. Irgendwie so, ja. Keine Ahnung. So, das war der letzte Scully Planner Sticker Sheet. Keine Sorge, ich habe schon bei meiner Mama neue bestellt. Die müssten heute ankommen. Und ja, das ist der Hammer. So, dann packe ich das jetzt noch weiter ein. Denkt mal über die Frage nach. Wäre cool, wenn ich das dann ja, machen dürfte. Also, die trocknen jetzt. Dann muss ich noch eine Kakaokarte machen, und zwar Freak Show. Die ist jetzt auch ausverkauft. Und ja, das freut mich natürlich. Also mache ich jetzt Fluffy Cat und die Freak Show. Und ich wollte euch meinen neuen Charakter Willow vorstellen. Die bei Instagram haben ihn mit Sicherheit schon gesehen. Und ich habe jetzt gerade noch einen anderen Charakter gemalt. Das ist dann ein Cyborg. Und dann habe ich 6 Charaktere männliche, und die wollte ich dann, wenn ich sie alle fertig habe, nochmal in einem ganz großen Bild, also ganz groß, also DIN A4, so ein Komplettbild, wo die alle zusammen drauf sind. Und das wird eine mega Herausforderung für mich, weil ich habe noch nie so ein Gruppenbild gemalt. Und ja, den werde ich jetzt einscannen und meiner Mutti schicken, dass sie da Sticker draus machen kann. Und dann werde ich nicht heute, aber irgendwann die Woche da auch Kunstdrucke draus machen. Und ja, genau. Und wenn der Cyborg dann fertig ist und alles, dann wird meine Mutter auch ein Sticker-Set draus machen, wo alle Charaktere auf einem Stickerbogen drauf sind. So. Genau. Also machen wir das jetzt erstmal, ne? Ha. So, ich wollte euch mal eben schnell zeigen. Es kam nämlich gerade Post an. Also Scully haben wir jetzt wieder. Weil ich habe den letzten schon verkauft gehabt. Habe ich genau rechtzeitig bei Mutti bestellt. Dann kam neue Sticker an. Und zwar Damien. Den habe ich jetzt halt schon als Kunstdruck drin. Und da sind auch einige bei.
Und die ersten Dankeschön-Sticker. Einen habe ich schon gerade eben benutzt für eine Bestellung. Die kriegt ihr dann jetzt immer hinten drauf. Und da sind einige bei. Genau. Schade, dass die Farben da nicht so gut rauskommen mit dem Hintergrund und so, aber egal. Hauptsache, man sieht die kleine Katze. Danke für deine Bestellung. Ja, die werde ich dann, seht ihr gar nicht, die werde ich dann morgen in den Shop stellen, weil jetzt ist erstmal Feierabend, weil ich habe den Cyborg heute fertig gemalt noch. Den zeige ich euch dann gleich. So, das ist der Cyborg, den ich gemalt habe. Ich habe noch keinen Namen für ihn. Ja. Da muss ich noch ein bisschen überlegen, aber ich denke, dass ich vielleicht schon mal Kunstdrucke draus machen werde. Aber zunächst mache ich die hier fertig und die Kakaokarten mache ich fertig, weil das habe ich gestern gar nicht mehr gemacht, weil ich lieber den hier gemalt habe. Genau, also geht's direkt weiter.
Freitag und ja, heute mache ich eigentlich nur Studio-Vlog bearbeiten, wie jeden Freitag und hochladen. Und ja, ich male das Bild weiter. Ich habe schon angefangen gestern. Oh, ich habe meinen abgebrochen, ey. Ja, so sieht dann die Vorzeichnung aus, die Skizze. Ich habe das auch schon ins Reine gezeichnet, also auf schönem Papier übertragen. Und ja, das Ausmalen wird auch ewig dauern. Ich lasse mir aber auch Zeit damit. Ich lasse mich da jetzt nicht hier stressen oder so. Das muss jetzt unbedingt fertig werden. Nein. Also ich lasse mir damit Zeit. Und ja, es kamen gerade noch zwei Bestellungen rein, die habe ich schon gepackt. Vielen Dank dafür. Und ja, das war's von diesem Studio-Vlog. Es ist schon wieder ein Studio-Vlog vorbei, aber der nächste kommt hier. Und ja, ihr könnt mir ja sagen, ob euch das gefallen hat mit dem, was ich hier so aufschreibe, was ich so vorhabe. Und da ist ein Krümel drauf. Genau. Scully Memo Pad. Ja, habe ich natürlich wieder nicht gemacht. Oh, ich bin aber auch eine lahme Krücke. Genau. Ja, wenn ihr das zu nervig findet, dann sagt mir das, dann lasse ich das weg. Und ja, aber es sieht so süß aus, ne? Genau. So, ja, dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat und wir uns im nächsten Studio-Vlog wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.